Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Kurz angespielt hier auf Holase. Ich bin Sigdi und ich zeige euch heute Unreal Tournament 4 oder Unreal Tournament. Es kommt immer darauf an, es ist eigentlich 4. Unreal Tournament 4 ist eine Pre-Alpha. Vorneweg, das Spiel ist nicht fehlerfrei, das Spiel ist noch lange nicht fertig, aber es funktioniert. Es gibt es nativ für Linux, für Mac, für Windows und es ist kostenlos. Ihr könnt euch das bei Epic Games runterladen. Ihr könnt euch dann auch hier in-game anmelden. Ihr braucht also einen Epic Game Account. Und dann könnt ihr das runterladen und einfach starten. Das Problem ist, unter Linux kann man es bisher nur im Terminal starten. Es gibt noch keinen Launcher. Aber wie gesagt, es ist eine Pre-Alpha. Das ganze Spiel basiert auf der Unreal Engine 4. Also genauso wie zum Beispiel Ark Survival Evolved und so weiter. Und es ist im Grunde genommen eine Remake des ersten Unreal Tournament Teils von 1999. Das merkt man daran, es sind genau dieselben Waffen und sie sind dabei, auch dieselben Karten wieder reinzubringen. Ich kann euch heute leider nicht alles zeigen. Also ich kann euch nicht alle Waffen zeigen, nicht alle Upgrades, nicht alle Spielmodi, obwohl noch gar nicht alle dabei sind. Also ihr seht schon, Deathmatch, Capture the Flag gibt's. Dann Team Deathmatch, Team Capture the Flag gibt's auch 1 gegen 1. Duell. Die Sachen gibt's schon. Es gibt Offline und es gibt Online-Gaming. Es ist sehr stark auf Online-Gaming ausgelegt. Aber ihr könnt natürlich auch Offline spielen, gegen Bots. Was ich jedem Spieler empfehlen kann, das hier. Das Basic Training. Es ist alles erklärt. Die Bewegungen, die Waffen, die Pickups und Upgrades, die ihr habt. Deathmatch, Team Deathmatch, Capture the Flag und Duell. Ihr seht, ich habe alles schon gemacht. Weil ich nicht wusste, naja, ob sich's groß verändert hat seit 1999, weil das erste Unreal Tournament war wirklich der einzige Unreal Tournament Teil, den ich wirklich gespielt habe. Und ich zeige euch heute einfach mal ein paar grundlegende Dinge, Deathmatch, weil sonst wird das Video einfach viel zu lang. Ich will jetzt nicht lange drum rumreden. Was ich euch kurz zeigen werde, sind ein paar Waffen. Wir gehen hier in das Waffentutorial, das kann man immer wieder machen. Ihr seht, es wird auch die Zeit gemessen. Ich habe tatsächlich 16 Minuten gebraucht, aber ich habe mich auch wirklich versucht, in jede Waffe so ein bisschen einzuarbeiten. Weil sie stellenweise mehr Funktionen haben. Ja, jetzt lassen wir kurz die Map laden. Was passieren kann. Also bei mir passiert es zumindest, ich habe nicht die höchsten Einstellungen. Ich bin ganz knapp drunter. Das Spiel ist noch sehr unoptimiert. Wie gesagt, es ist eine Pre-Alpha. Bei jedem neuen Karteladen, so die ersten 10-20 Sekunden, habt ihr Ruckler. Also das ist wohl nicht nur bei mir so, das ist wohl auch bei anderen so, die jetzt nicht unbedingt den High-End-NASA-PC zu Hause stehen haben. Ich habe jetzt Fire gepresst zu Beginn. Ich habe den Game-Sound relativ weit runtergedreht, weil es doch sehr laut ist. Wir achten jetzt einfach mal nicht auf die Zeit, wir gehen so die Also ich versuche die Waffen im Schnelldurchlauf kurz durchzugehen. Ihr seht hier alle Waffen ausgestellt und da habt ihr die Räume. Ich werde jetzt auch diese Tokens kann man einsammeln. Das werde ich jetzt nicht tun. Das heißt, ihr geht in so einen Raum, ihr kriegt die Waffe und dann könnt ihr hier rumrennen. Zum Beispiel die erste Waffe, die eigentlich nie irgendjemandem was gebracht hat, der Impact Hammer. Aufladen. Vernichten. Ganz einfach. Oder ja, kurz klicken. Und mit Rechtsklick seht ihr, ihr könnt ein Schild voranschießen. Mit dem könnt ihr natürlich auch Raketen oder Munition abwehren. So, jetzt machen wir die zwei kurz alle. Es geht in jedem Raum im Grunde genommen darum, alle Bots zu töten, die hier rumstehen. Hier, der Enforcer. Die normale Handfeuerwaffe. Erster Feuermodus, zweiter Feuermodus. Dann könnt ihr natürlich auch noch den hier einsammeln. Dual Enforcer. Ihr seht auch die Hände, die verschwinden in der Waffe. Also es ist noch nicht alles, aber
Erledigt. Guck. Jetzt habe ich sogar den Token mitgenommen. Ja, egal. So, dann gehen wir die nächsten durch. Die Link Gun. Die Link Gun ist im Endeffekt der... Wie hieß das Teil? Plasma Launcher? Aus Unreal Tournament 99. Ihr habt einen Feuermodus. So, und ihr habt den zweiten Feuermodus, in dem ihr einen Strahl schießt. Und diesen Strahl könnt ihr dazu verwenden, einen Spieler zu euch herzuziehen. Das heißt, ihr trefft ihn und drückt die erste Feuerwaffe. Und ja, gut, er löst sich auf. Jetzt machen wir die kurz alle. So, ich mache jetzt aber kurz schnell durch. Ich zeige sie euch alle ganz schnell, weil sonst dauert es zu lang. Die Minigun. Geht dort. Und dann gibt es noch einen zweiten Feuermodus, den hier. Da werft ihr explosive Kristallstücke. Wenn ihr näher zu nah rangeht, explodiert das Teil und verletzt euch. So, die zwei hätten wir. Dann kommen wir zur Bio-Rifle. Viele mochten sie nicht. Ich mochte sie auch nicht. Hier ist sie mittlerweile besser. Die Bio-Rifle hat im Endeffekt drei Feuermodi. Der erste... Ihr schießt diese Bubble. Und die Bubble, sobald ihr einen Gegner trefft, verfolgen die. Das heißt, ich kann jetzt hier alles voll schießen, treffe den und die verfolgen den dann. Und bringen ihn natürlich um. Zweiter Feuermodus. Einmal aufladen, schießen, tot. Und dann gibt es noch den dritten Feuermodus. Ihr seht, im ersten, da kleben die ja. Wenn ihr dann die erste Maustaste gedrückt haltet und die zweite drückt, dann schießt ihr schneller und die Dinger rutschen über den Boden. Das ist ganz funny. Wow, das ist ein riesen... Das ist ein riesen Blob-Ding. Stirbt. Ja, egal. Wir gehen in den nächsten Raum. Die Shock Rifle, Lieblingswaffe von vielen, hat auch im Grunde genommen drei Feuermodi. Den ersten, einen normalen Strahl. Den zweiten, ein Plasmaball. Und den dritten, ihr schießt einen Plasmaball und dann mit dem Strahl drauf. Und erzeugt damit eine Explosion. So, dann... Kommen wir zur nächsten, der Flag Cannon. Auch sehr tödlich auf kurze Distanz. Erster Feuermodus, wie der Name schon sagt. Zweiter Feuermodus, eine kleine Bombe. Und desto näher ihr rangeht, desto größer natürlich der Schaden. Ihr könnt euch... Shredded. Ihr seht, ihr könnt euch damit selber verletzen. Na? Ich treffe den nicht. Na? Das habe ich jetzt auch noch nie geschafft. Und hier, die Dinger fliegen natürlich um die Ecke. Naja, den kriege ich jetzt nicht tot. Das dauert sonst viel zu lang. So. Dann zum Liebling aller der Raketenwerfer. Er hat nur drei Läufe. Nicht wie in Unreal Tournament 99.6. Erster Feuermodus. Ganz normal. Raketen loslassen. Zweiter Feuermodus. Ihr könnt drei Raketen laden und diese dann gleichzeitig schießen. Dann könnt ihr noch im zweiten Feuermodus, das zeige ich euch gleich, ihr seht, da unten rennt einer. Im zweiten Feuermodus die erste Maustaste drücken und dann seht ihr Grenades. Aua, das war eine Granate, die mich selber irgendwie blöd und so. Und dann gibt es noch den hier. Lenkraketen. Na komm. Schaffen wir auch nochmal. Yay! Okay, weiter.
Dann gibt es den Translocator, eine ganz, ganz... ich will es nicht Waffe nennen. Der Translocator war beliebt bei Capture the Flag-Spielern, immer. Ihr schießt ein, wie auch immer das Teil heißen soll, und drückt die zweite, also die rechte Maustaste. Und ihr teleportiert euch. Egal wohin. Genau, und das ist auch möglich. Sich direkt in einen Spieler teleportieren. Oh, das war daneben. Da steht der. Nee, nicht so. Genau. Bam! Damit kann man sich selbstverständlich sehr schnell bewegen. Dann die Sniper Rifle. Meine persönliche Lieblingswaffe. Also aufräumen. Gar kein Problem. Da unten steht noch mal einer. Nur bewegte Ziele mit der Sniper-Rifle treffen ist nicht einfach. Ja, ohne Zoom sowieso nicht. Komm, lauf zurück. Ja, probieren wir den da hinten. Also da habe ich riesen Probleme, bewegte Ziele zu treffen. Einer. Ja, okay, lasse ich jetzt. Ich bin kein Pro-Gamer, also ich bin nicht der Beste. Ja, das hier ist noch stillgelegt. Und hier kommen wir zur Mutter aller Waffen. Der Redeemer. Der Redeemer ist ein nuklearer Raketenwerfer, der es schafft, ziemlich viele Menschen auf einmal zu töten. Das schaffen wir mit dem zweiten auch. Die Rakete ist sehr langsam, aber sehr stark. Und dann gibt es noch den zweiten Feuermodus. Indem ihr die Rakete, die steuere ich gerade selber. Oh. Hier. Und die nächsten drei. Ihr könnt euch natürlich mit dem Redeemer auch selber umbringen. Hier im Tutorial selbstverständlich nicht. Ja, da hätten wir mal die Waffen durch. Ja. So. Tutorial hätten wir durch und dann hätte ich gedacht, genau, dann hätte ich gedacht, ich zeige euch noch kurz ein Deathmatch, ne? Ich zeige euch noch kurz ein Deathmatch. Wo habe ich noch kein Deathmatch gemacht? Das sind die Offline-Matches, da könnt ihr auf Easy, Medium und Hard mit eurem Team oder natürlich auch selbst mit Team, mit jedem 5 Sternen bekommt ihr ein Team-Upgrade. Das heißt, ihr könnt einen Schwachen aus eurem Team gegen einen Stärkeren ersetzen. Das heißt, am Anfang habt ihr gegen Medium-Bots. Also Medium, die sind, glaube ich, schon relativ gut. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Habt ihr anscheinend keine Chance. Das hier habe ich alles schon gemacht. Für mich selber. Wir machen jetzt ein ganz normales Deathmatch Deck 16. Das ist eine der alten Maps. Das ist schön. Die ist aus Unreal Tournament 99. Wir gehen auf Easy und wir probieren das doch einfach mal aus. Ein Match. Ihr seht die Skills von den Bots. 2, 1, 0,5, 1,2, 2,5. 2,5 ist schon für einen Anfänger, hat es das schon in sich. Ich bin Gott sei Dank kein ganzer Anfänger. Ich press Fire und dann werden natürlich alle Spieler erst gezeigt. Sehr episch. Ich stehe da hinten. Da, da, da. 5, 4, so, der Countdown. 3, 2, 1. Und los. Ihr beginnt mit dem Enforcer, mit der... Dich hole ich mir. Geht doch. Fängt schon mal gut an. So kann es von mir aus weitergehen. Das einzige Problem ist, die Bots sind echt nicht schlecht. Also auch vom... Wo bist du? Wo bist du? Hier. Ja, er hat im gleichen Moment noch geschossen. Er hat mich dann selbstverständlich noch auf die Schnelle umgebracht. Das kriegt man aber hin. Das kriegt man hin. Raketenwürfe. Das Schöne ist, wenn das Spiel mal läuft... Dann läuft's. Und das verdammt flüssig. Und mit
einem schönen... Moment. Ich bin konzentriert. Wenn ich konzentriert bin und rede... So. Jump Boots. Ha! Ich habe einen Schildgürtel. Das ist ganz gut, einen Schildgürtel zu haben. Und hier spawnt nachher der Redeemer. War jetzt leider etwas zu langsam. Ha! Ihr seht oben in der Mitte die Anzeige mit der restlichen Zeit. Und ganz links meine Kills und ganz rechts... Wow! Und ganz rechts seht ihr meinen aktuellen Stand auf der Rangliste. Genau. Die Sprüche haben sich auch kaum verändert. Nur die Stimmen. Also für alle, die Unreal Tournament 99 kennen und lieben, ist das Spiel hier absolute Empfehlung von mir. Es macht einen Riesenspaß, wenn man sich mal ein bisschen eingefunden hat, in die neue Engine. Es läuft alles besser. Es ist alles... Und es gibt natürlich Bugs. Es ist nicht bugfrei. Das ist... das kann man von der Pre-Alpha einfach nicht verlangen, dass sie bugfrei ist. Was rennt der so... Aua! War ich jetzt zu langsam? Boah, ich bin gleich tot. Ah, den hat schon jemand. Irgendjemand hat den Redeemer eingepackt. Das heißt, ich muss jetzt enorm aufpassen. Killing spree. Au. Ja, Rockets are explosives, you know. Ja, ich weiß, dass Raketen explosiv sind. So, ich hasse diese Waffe. Aber was wir jetzt machen? Ein wenig snipern. Von hier oben. Yeah. Oh, daneben. Das Problem ist, man muss sich hier echt extrem schnell bewegen. Gut. Um nicht sofort umgebracht zu werden. Jetzt war ich zu langsam. Ja, jetzt lass mich mal ein bisschen trainieren, dann kann ich das auch wieder. Wow, der war gut. Das war Skill. Ich finde die Animation immer ganz lustig. Shredded, wie ich vorher gesagt habe. Ich habe schon 11 Kills. Ach nein, der stand hinter mir. Das habe ich erst viel zu spät gemerkt. Camper! Ein Camper! Warum? Jump Boots. Huch. Das hier. Doppelte Damage. Okay, jetzt habe ich mich selber in die Luft gesprengt. Ja, jetzt hat der das. Arschgesicht. Arschgesicht. Wo ist der? Spiel, was tust du da? Ich hab sie doch getroffen. Ja, die Bots haben's stellenweise schon echt in sich. Also das ist ganz lustig, auch nur Bot-Matches zu machen. Online! Verreck doch endlich! Aua, giftig und so. Die kann man wegmachen. Oh, ein zweiter Enforcer. Shit. Nein, ich will die zweiten Enforcer. Au.
los. Und weiter, wie auch immer. Ah, er war schneller als ich. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck, ich bin unbewaffnet. Jetzt. Alter, ja. Hallo, jetzt. Das ist blöd, wenn man auf irgendwelche Tasten kommt, auf die man nicht kommen will. Das kommt aber vor, ist nicht schlimm. Ich kann den nicht treffen? Wieso kann ich den nicht treffen? Ich habe ihn doch gerade getroffen. Das war der Redeemer. Aber ich habe es überlebt. Das ist auch Kunst. Dass ich... Das Match ziehen wir durch. Ja, also auf Easy sind die Bots echt noch nicht sehr schwer. Also man hat sehr, sehr gute Chancen zu gewinnen. Wow. Guter Schuss. Der nächste. Wichtig ist es beim Deathmatch immer in Bewegung bleiben. Tschüss. Nice. Boah, und jetzt. Ah, nein, der spawnt nicht mehr. Schade. Komm schon. Und? Ich habe gewonnen. Der Raketenwurf sieht schon echt nicht schlecht aus. Also insgesamt, das Design macht Spaß, das Spiel macht Spaß. Oh, ich bin am seltensten gestorben. Und dann habt ihr immer am Ende... habt ihr diese Zusammenfassung. Jeder Spieler mit seinen Errungenschaften gezeigt und auch ich. Topscore, Most Kills, Best Kill Death Ratio, Most Headshots und ein Stern. Ja, was gibt sonst noch zu erzählen? Im Moment leider nicht viel, weil es halt, wie gesagt, es ist eine Pre-Alpha. Es gibt natürlich noch hier Capture the Flag. Ihr könnt online spielen, Finder Match online. Es gibt Training-Videos zu allen Waffen, alle auf Englisch. Man kann zusehen, es gibt das Frag Center, das ist aber online. Ja, ja, Basic Training, Training Videos, ihr könnt schnell ein Deathmatch Capture the Flag spielen, ihr könnt online ein Match suchen, ihr könnt Teams bilden, ihr könnt Freunde, ihr könnt eure eigene Player Card angucken, ihr seht meinen Rang 2. Duellrang, Capture the Flag Rang, Team Deathmatch Rang, Deathmatch Rang 9. Ich habe schon 7 Sterne. Und ja, ihr könnt euren eigenen, das wollte ich jetzt nicht, ihr könnt euren eigenen Spieler noch, verändern. Noch nicht sehr im Moment. Ihr könnt ihm andere Haare geben, ihr könnt ihm eine Mütze aufsetzen, ihr könnt ihm eine Brille aufsetzen, so wie ich es getan habe. Und dann gibt es hier noch die Statistiken von Freunden. Okay, das haben sie geändert. Collectible Items. Aha, okay. Ja, wie ihr seht, viele Menüs sind einfach noch leer. Ihr könnt hier die ganzen Einstellungen, ihr könnt euren Spieler einstellen. Hier. Also ich habe hier eine Mütze auf, ich habe eine Brille auf... Und ihr könnt einstellen, wie euer Spieler sich verhält, wenn er gewinnt. Einmal so. So habe ich es eingestellt. Und einmal so. Okay, ich kann es euch auch nochmal zeigen. Na, komm. Also das ist das No-No. Ich habe den Pelvic Thrust. Und dann gibt es noch diesen Slit Throat. Das sind die drei, die es bisher gibt. Es ist ganz lustig. So, das sind so ein paar kleine Gimmicks.
Ihr könnt euren Avatar aussuchen. Es gibt 5 verschiedene im Moment. Ich habe den hier. Und ja. Ich denke, da habe ich so ziemlich alles gezeigt, was es schon zu zeigen gibt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Vielleicht werde ich mich wieder melden, wenn es mal eine offizielle Alpha oder auch eine Beta ist. Ich sag bis zum nächsten Mal, zum nächsten Video. Haut rein, Leute.